Moin, moin, YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Armored Warfare. Vermutlich ist gerade Samstag, denn Montag werde ich vermutlich ein WoT-Video gemacht haben, weil ich war zu faul, das ist Montag. ja, ich spiele Armored Warfare mit Christoph zusammen, sprich Los Verratos. Moin, moin Und zusammen. es ist ja sein Fetisch, dass er mit Vierern in Fünfer-Platoons geht. Ja, richtig. Und Eigentlich normal sind Sechser, aber. er ist halt Italiener, kann man nichts machen. Also der UR40. Und deswegen haben wir mein Leopard 1 auf 5 ausgepackt. Wir sind im 6er-Match gelandet, logischerweise. Und wir spielen mit, aber wir werden gewinnen, weil wir haben den brummigen Heinz im Team. Alles safe. Alles Ja. safe. Wird einfach alles safe. Eben. Und wir haben MBT-70. Den würde ich auch gerne mal wieder fahren. Siehst du, dass du deinen Fünfer geschissen kriegst? Hör auf zu heulen, Schlampe. Boom, Schakalaka. Ja, so ist nicht mal den Schaden. Lol, ist der wirklich abgeprallt? Ich kann ihn nicht durchschlagen, wenn er so weiterfährt. Ich schon. Bitteschön. Oh, Hey, hör auf, auf mich zu Begleitpanzer. ballern. Begleitpanzer. Hat daneben Ey, die geschossen. Ball wieso ballern die alle auf mich? Ich stehe hinter dir, Mann! No penetration. Wow, shit. Ja, ich habe seine Ketten jetzt gelb geschossen. Alter, was? Willst du mich verarschen? No penetration, no penetration. Die ganze Zeit. Lad nach! Den hat er aber penetriert. Autsch, verdammte Kacke, Ich ging gleich ey. drauf, Das ey. ist. Ja, bei mir sieht es auch nicht besser aus, Junge. Der scheiß VFM, der hat mich echt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Wie geil, ey. Ist nichts vor dem, ne? Meine Kugel trifft ihn nicht. Geile So, jetzt Sache. muss ich ab, jetzt ehrlich, ich kann das mal die Scheiße, ne? Und der schießt durch das Haus durch und trifft mich, ja, ist alles klar. Ja, ich habe wieder seine Kette gelb geschossen. Geile Sache. Bitteschön. Weg Ah, ist er. Gott sei Dank, Ich habe ey, auch kam der 200, ich habe noch MBT-70. 240 Lebenspunkte. Ja, ich habe 556. Ey, ich bin hier voll der, ne? Weiß schon Bescheid, Über ne? King of Doomness Town. Ja, oder sowas ähnliches. Ich bleibe einfach mal bei der APFSD. Einfach, damit ich sicher bin, wenn ich irgendwas sehe, dass ich sie schlagen kann. Oh, ich bin ja spät. Ich fahre rückwärts. Oh, siehst du, da kam schon was. Da-di-du, Da ist er. da-di-di-du. Ja, genau hinter das Haus fahren. Perfekt. Alles klar. Das ist eine Pattsituation, würde ich sagen. Danke da. Mama, Mama, Mama. Am Reload, 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 Reload. Hab ihn. Sehr schön. 6,76 Sekunden. Lass kacheln, Marianne. Ich kann nicht das Game mal. Ich werde immer ganz kurz anhalten und das Game ticken lauter stellen, und du machst das schon. Ja, super, ey. So, jetzt hört den Ticken mehr. Ich bin ja spät. Ist auch gar nicht so schlimm, ey. Ich habe irgendwie so wenig Schaden, Leben nur noch. Puh, das war knapp, die habe ich mal lange fliegen gesehen, die Kugel. Einer dahin. Wieso bin ich denn Oh. gespottet? Ich bin doch eigentlich in Cover. Oh, moin. Vielleicht von dem hier vorne. Du meinst, den ja gerade eine von mir in die Fräse gekriegt hat? Und eine von mir. Das habe ich gesehen, aber meine war als zweites ist da. So, auf zu Tja, habe zweiter. ich mir dich mal zwischen den Brückenpfeilern weggesnaggelt. Du kleiner Snaggelfregel. Achso, dadurch kann man auch schießen. Da hinten ist ein Stingray, die müssen weg. Die sind richtig ätzend und nervig. Ah, natürlich habe ich voll daneben geschossen, ey. Stingray ist weg. Sheridan sehe ich Ja, nicht hab mehr. Kette wieder mal gelb geschossen vom Stingray. Stingray hat nochmal eine abbekommen. Stingray down. Du hast einen Sheridan gekillt. Mach ich das Sheridan. Alles Ups, wieder, fast es ist dasselbe, dasselbe. ja. Mann, wir regeln hier doch noch, Christoph. Von ein bisschen weiter hinten zwar, aber wir regeln noch. Ja, jetzt müssen wir etwas weiter hinten agieren. Ich gehe auch mal wieder auf Heat-Munition. Ja, ich schieße schon die ganze Zeit mit Heat. Das passt schon ganz gut. Ja, mich hat der eine VFM hat mich so abgefuckt, dass ich nur eine APFSD geladen habe. Das mache ich Ich nicht. vergesse mal Buchstaben, wenn ich das sage. Mal sage ich APF, dann sage ich mal APFS, dann sage ich mal APFSD, dann mal APFSDS, wie es wirklich gehört, dann mal APSD. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich irgendwas mit AP und S im Buchstaben sage. So. MBT-70, du hast Full Life, du clearst jetzt hier mal die Wave, würde ich behaupten. Ja, das wäre schon ganz Also fast okay. Full Life. Wo ist eigentlich der brummige Heinz?
majority of their leadership gone, it should keep the lions quiet for a while. Good work, Black. Mhm, ich hab tatsächlich nicht getroffen, okay. Ah, jetzt hätte ich ihn gerade drin. Ja, Chief, dann darf ich da auch vielleicht einmal hin? Ich kann nicht mehr sehen. Ja, ich bin nicht durchgekommen, okay. Ich, okay. Den konnte ich sehen. Sobald er erst auf mich schießt, mich tot. Ja, no penetration, alles klar. Okay, wir bleiben vielleicht doch lieber bei den nächsten Schuss dann mit APFSD da am Start. Guck mal, schon wieder, da fehlt schon wieder ein S. Weißt du, ich mach das Ganze mit Heat hier. Ich komm jetzt mal durch, Clear. Ja, das mal viel. Oder beim Aiming Skill. Das könnte wohl eher jetzt ploppt dann Begleitpanzer auf, ey, wenn ich die scheiß Dings drin hab. Weil da braucht man gar die Penne für, ne? Penne mit Ricotta, wer kennt's nicht. So. Entschuldigung. Naja, da haben wir Schaden gemacht. 3000 ist okay. Wie viel hat der eine? 6000? Also, ich hab 8000 gewesen bei dem Brummi. Oh, da ist noch einer. Ja, war noch mal eine mit in den Turm reingesammelt. Der Brummi Geheimnis hat aber echt geregelt. Der hat fast 7000 Schaden. Ja, der hat. Der war brummig. Und wir hatten gar keinen Totalausfall. Ich war der Fechteste, glaube ich, ne? Ja, der Chief hat einen Ticken weniger als ich, aber fast gleich viel. Weißt und du, und ich als Vierer hier. Und 3000 ist schon in Ordnung als Schaden. Ja, ist gut. Kann man nicht anders sagen. Nur zumindest weiß ich, wie ich meine Panzer bedienen muss. Good game, würde ich behaupten. Das Schöne, man spielt also mal nicht jede Runde überlegen, was nehme ich die jetzt rein, oh, die war so scheiße. Ja, danke, eben. WOT. Danke dafür. Danke, dass du mir das beigebracht hast, dass ich da was zu schätzen weiß. Ach, 4 Stunden aufnehmen, ne, für eine Folge. Warte, wann haben wir angefangen? Um 10 und. Warte mal, wir haben anderthalb Folgen aufgenommen, sprich zwei Runden, also 3 Runden. 2 Runden für eine Folge und 1 Runde für die angefangene. Und wir haben um 10 angefangen zu spielen oder 10:30 und waren um 5 fertig. Um 5 Uhr nachts. Ja. Nee, morgens. Ja, das ist, wenn du mal einen guten WOT-Tag hast. Ich meine, das schon eine Weile her und das Game ist ein Ticken besser geworden seitdem, aber nicht so. Naja, deswegen mache ich nur noch Replays von WOT. Ich spiele einfach, wenn ich was Gutes habe, dann nehme ich es nochmal auf. Es ist einfach besser. Ja, es ist stressfreier. Ja, du brauchst vor allem, das Ding ist, es wird so stressig, wenn du jede Runde kommentierst. Und, ja. Und dann wirst du irgendwann so angenervt beim Commentary und dann ist es für alle scheiße. Für mich, weil ihr es nicht anguckt, weil es scheiße ist, oder weil es so scheiß Werbung ist. Und für mich, weil es mir keinen Spaß macht. Und für euch, weil es euch keinen Spaß macht, das anzugucken, wenn einer grumpy am Start ist und so. Na gut, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder, würde ich sagen. Genug WOT-Gelaber. Wir sind immerhin in Armored Warfare. Söderle, da sind wir auch schon wieder. Ich wollte eigentlich meine Runde nicht mit so anfangen, aber Söderle ist okay. Operation Spearhead mit dem Salos S. Ne, Salo S. Der Panzer, ich bin ihn eine Weile nicht gefahren, aber der war eine Weile echt mein Lieblingspanzer. Vielleicht, weil es mein einziger Panzer war. Das ist der Premium-Panzer, den ich mir von dem First Package Gold gekauft habe. Ja. Also von diesem Founder-Bundle, weißt du? Ja. Nee, nicht Founder-Pack. Founder-Pack sind ja die für 50 Euro. Diese Dinger, die man sich kaufen konnte, damit die AliExcess zu kommen. Für, was war das, 6 Euro oder was das kostet hat. Aber ich weiß das doch. Wieso sagst du mir das? Das weiß ich nicht, Christoph. Vielleicht hören uns noch andere Leute zu. Um Gottes Willen, nein, ich muss weg. Nomad zum Beispiel. Das geht schon mal gar nicht. Aber Spearhead spiele ich gerne. Bin ja spät. Boom, Schakalaka daneben. Nochmal getroffen worden. So richtig awesome. Ja, daneben erstmal. Ammo up. Ich fahre ein bisschen aggressiver mit dem Ding. Wobei, wir sind ein 5er-Match, ne? Ja. Ja, das lasse ich. Okay, ja, alles klar. Der AMX hat mir gerade gesagt, das lasse ich jetzt lieber. Fuck you. Oh, da ist ein Leutnant. Ja, ein M60. Haben die keine Namen mehr? Ist er lame? Nein, die haben keinen Namen mehr. Das haben die abgeändert. Vielleicht, weil das rassistisch war, dass er Simbamogar hieß. Ey, von was werde ich hier getroffen? Ich glaube, dann hat ja auch, ne? Auch Natalie ja, keinen Bock Vostica. Mehr. Dann hat ja auch Natalie keinen Bock mehr. Ist ja richtig scheiße. Muss ich Natalie mal sagen. Ja, also eben. Der andere Natalie. Die im Podcast hören, der Eigenwerbung. Wurde schon wieder von irgendwas der getroffen. Gute alte Gamescom-Podcast. Wieder spät. Die ganze Zeit. Oh, hi M60, ne? Ja, hab ich den Dick Damage gemacht. Bin gleich down. LOL, das ist gelobt worden. Von dem BMD da? Oder was? Nee, von der Art, die gegnerischen. Das Problem ist halt, dass unsere Leute sich nicht vorwärts bewegen, sodass ich die mal sehe oder sowas. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, down. Ich habe noch 49 Lebenspunkte.
Ich hab Autsch, einen, 17. Ich hab halt neben mir einen BMD gehabt. Wo ist denn die? Ich weiß gar nicht, wo die Karte hier ist. Fahr doch mal weg. Ganz oben. Und zwar da hinten. Dann schieß mal einfach mal kurz nicht und dann werde ich mal ein bisschen gucken, ob ich da hinfahren kann. Aber ich kann sie nicht mal sehen auf der Karte oder so. Gerade. Wow! Alter, mir ist unser M60 gerade fast in die Seite gefahren, ey. Was macht nichts, sie machen keinen Schaden mehr. Rammschaden auch nicht? Nein, wurde abgeändert. Okay. So, finde ich schon fast ein bisschen langweilig. Naja. Oh, das sieht ja cool aus. Das kenne ich ja noch gar nicht. Durch die Mitte. Ach, schade, ich dachte, man kann da durchfahren. Also, noch sehe ich hier nichts. Ja, die müsste da irgendwo da hinten stehen. Mal gucken, ob ich hier mal rüber spotten kann. Da steht sie, sie. Lol, wie weit ist denn die weg? Geh mal ein. Lol, die hüpft bei mir. Lol, die hüpft bei mir, war richtig krass. Ah, nein. Pack, hat mich noch getroffen, die Schlampe, ey. Aber war genau auf mich eingeaimt, ne? Tja, Arti-Duell. Ich hasse Arti. Ja, ich weiß nicht. Mittlerweile echt gut geworden. Was, die gegnerischen? Ja. Der hat mich richtig gut... Der hat mich ein paar Mal richtig gut getroffen. Wobei auch bei einem Panzer waren, wie der Chieftain, der keine Heat hatte, der hier auch nicht. Ah, das ist aber doof. Du hast noch 200 Lebenspunkte, ne? Mhm. Das ist mir durchaus bewusst. Ich geh da mal. Tada. Also wir ja nicht mehr gespottet werden. Danach sehen wir weiter. Immer kurz AFK. Alles jo. Klar. Tschüllü. Oh, S-Wort vom Tiger und 2 Let's Play, die wir mit ihm aufnehmen im selben Channel. mach doch mal die Generatoren kaputt, Kilian. Ja. Das machen die nicht anscheinend. Ja, das kann ich machen. Einer ist direkt vor dir und der andere da. Daneben. Ich hab einfach daneben geschossen, alles klar. Ja, während der Fahrt schießt man ja auch nicht. Links. Doch auch. Ja, ich weiß. Im Borsander nimmst du Speed auf, wenn du nach hinten schießt, wenn der Fahrt. Echt? Ein Kram. KV2, wie schnell fährt der? 20? Raketenantrieb. Sehr gut. Dann gehen also meine Schüsse aus. Ja, zur Not also, die neuen Brücken, ne? Ja, die habe ich in dem Panzer nicht drin, das sehe ich gerade. Wieso das denn nicht? Weiß ich nicht. Das ist das erste, was man einbaut, Kilian. Wo ging die Kugel denn hin? Ja, habe ich gerade eben auch schon gesagt, aber ich bin ja schon eine Weile nicht mehr gefahren. No penetration! Der wäre tot gewesen, wenn ich da nicht durchkommen wäre. Geht doch. Sag mir jetzt schnell Cap, ich könnte das nochmal so eine Wave abzukriegen. So, oh guck mal, das hat wie von uns gemacht. Jetzt hinter dir spawnt einer. Ja, hab ich auch schon gedacht. Vor allem, guck mal, was jetzt passiert mit dem Panzer vor dir. Dürfte jetzt nämlich verschwinden. Nee, das ist schon so spät. Ist das nicht, Dings hier, Costa? Nein. Ist das nicht Environment? Das Wrack ist weg. Nur von unseren eigenen Panzern, die bleiben stehen. Okay. Bin dann erstmal raus Gegner für heute. Tschö. Also, ciao. NPC-Panzer verschwinden nach einer Zeit. Du Scheiße. Ich finde, dass ich immer das Peace-Me-Soundtrack habe und gerade der Sound kam von Geh weg, du Scheiße. Du kannst zwar jetzt noch gegenfahren, aber bei mir ist er weg. Das ist interessant, ey. Ja, bei mir ist er weg. Mein Spiel sieht das auf jeden Fall anders. Oh, guck mal, kommt schon kein Geräusch mehr, wenn ich hier gegenfahre. War doch jetzt wieder. Das könnte vielleicht daran liegen, dass in Wirklichkeit gar nicht mehr da ist, Kilian. Und du einfach da durchgeschossen wirst. Vielleicht. Ist nicht gerade die beste Map für eine Arti, aber okay. Und die Runde war ganz gut. Wie lange war das jetzt? Das ist ja auch so geil bei OBS, dass alles angezeigt wird. War nicht so lang. 6 Minuten und 6 Sekunden nehmen wir auf. Die vorige war 8 Minuten, also das passt. Ja, kann man nehmen, ne? Kann man nehmen. Alles über 12 ist okay. Ich finde Doppelfolge unter 12 Minuten schon krass. Aber ja. Das hatte ich in WoT ja auch schon, weißt du, wenn du dann irgendwann anfängst, Lightning zu fahren. Weißt du, das war ja so krass. Die haben ja Panzer reingebracht, so wie den, also die wieder kaufen konntest im Adventskalender für einen Tag, wie den BTSV und den Panzer 2J, den mit 80 mm Panzerung. Aber das sind ja so Panzer, die du auf eBay für 300 Euro kaufen kannst. Super. Und weißt du, was die kosten im Shop? Wie? Mit, da ist dann immer noch so viel Stuff bei, dass die jeweils 100 Euro das Pack gekostet haben. Also noch irgendwie 60 Tage Premium bei und 9000 Gold und so. Was Sachen, die du eigentlich gar nicht haben willst. Aber anders geht's halt nicht. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die damit verdient haben.
Aber das, irgendwie fand ich es ja ganz cool, dass sie so alte Panzer nochmal reingebracht haben, aber nicht für so einen Preis. Wenn sie gesagt haben, der Panzer, okay, der ist was Besonderes, kostet also keine 10, sondern 20 Euro. Ja. Okay. Aber gut. Aber gut. Es gibt auch einen neuen T6er Russen Heavy. Brauchten die auch immer. Da gibt ja erst zwei. Eben. Die IS-3A. Ah. Ist auch egal. Wir überhalten schon wieder über POT. Alles klar. Überhalten uns. Alles klar. Wir überhalten. Ich bin so krass, dass ich mich einfach überhalte. Fickt euch. Alles klar. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen Resttag. Ciao, ciao. Bye, bye. Erstmal FF. Kurz AFK. Groß FF. Da ist FF.